Frankfurt. Goldstein represent. Dieser Rapper, den sogar dein Daddy kennt. Boah, das war so ein heftiges Halt die Fresse. Hast du Halt die Fresse manchmal, hast du da das auch immer mal reingezogen oder war das nie dein Film? Doch, du hast aber Halt die Fresse selber gehabt. Hast du einen oder mehr gehabt sogar? Einen habe ich, also zumindest einen, von dem ich gerade spontan noch weiß. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. Und das wäre auf jeden Fall auch einer, der legendär für mich ist. Und boah, der von Mothgrip ist absolut legendär. Dieser, wo Parkhaus. Ah ja, ich weiß welcher, ja. Boah, der war so dope, Alter, so hat keiner gerappt. Da kam der plötzlich um die Ecke und war so krass einfach. Stimmt, Mothgrip war wirklich auch so jemand, der kam und war, hat so komplett neu, so frischen Wind, wie man so sagen würde, gebracht irgendwie. So, ja, ja. Voll so mit dieser, allein wie der gereimt hat und wie der so die Lines aufgebaut hat und so, war schon wirklich sehr, sehr strong. Es gibt so, weiß nicht, ich will keine Zahl sagen, aber ich sag trotzdem eine, so 10 outstanding Rapper oder so, wo so klar war, die kamen und du wusstest so nach 2 Songs oder so, Kimo ist für mich auch einer, OG Kimo, ja. Wo so, den hast du gehört und warst so auf, ja okay, Alter, alles vorbei. Anderes Level. Wie kann man, so, wo du so selber als Rapper so einen kleinen Moment von Depression bekommst und denkst so, boah, Alter, das ist ja völlig neues Ding irgendwie, wie kann man so rappen? Bei Mothgrip hatte ich das auch ein bisschen, bei Hafti hatte man das. Voll. Ja, ja, ich, also geht mir ganz genauso. Ich habe immer schon so eine Affinität für Street-Rap gehabt. Das war halt immer voll mein Film. Deswegen habe ich auch zu Zeiten damals als Haftbefehl, der hatte ja einen relativ, ja, so zweischneidigen Start, sage ich mal. Es gab, also der hatte entweder Hater oder Fans, aber der wurde ja auch viel gehatet irgendwie. Ich habe den von Sekunde 1 gefeiert. Ich fand den immer geil irgendwie. Ciao. War ja auch gerade, also im RBA-Forum war der ja auch ein Superheld, so damals. Das war meine Bubble. Also es war für mich auch schon, ich habe jetzt nicht irgendwie immer Straßenrap gefeiert, aber so bei mir ging es auch tatsächlich immer weniger darum, ist das jetzt Straßenrap, ist das so conscious oder so, sondern eher finde ich den Rapper geil. Worüber der quatscht, war dann so der zweite Kiste. Ja, okay. Ja, ich hatte immer so halt, ja, für mich war das so, bei den Street-Rappern hat der Sound halt oft geballert. Für mich war das immer so, ich will nicht zu viel nachdenken beim Mucke hören. So gibt es auch, gab es auch andere Phasen und manches kommt immer auch natürlich so ein bisschen auf den Interpret oder Interpretin an, aber ich habe das immer gemocht, so auch einfach mal stumpf, einfach mal auf die Kacke hauen, einfach mal Kopf abschalten und Street-Rap hat mir oft immer so diese Energie vermittelt. Weißt du so, die haben immer so eine Power gehabt. So, deswegen, das konnte ich auch bei dem Hafti früh rausziehen. Der war einfach so, ja, energiegeladen. Das hat mich einfach mega gecatcht, so. Keine Ahnung. Ja, und es ist ja auch vom Feeling, ist ja so Selbstbewusstsein einfach, was das so vermittelt, ne? Also, und ja, dass einen so Mucke so pusht irgendwie. Ich hatte das tatsächlich, ich habe mal eine krasse Phase gehabt, wo ich so Half-Made Records, Favorite und Jason's davon so gehört habe. Würde ich jetzt, wenn ich raten müsste, sagen, dass du das auch hattest übrigens. Weiß ja nicht, ob es stimmt, aber hattest du. Ja, komplett, komplett. Nie so Kollege, aber ich habe schon gerade so Favorite und Jason Album und dieses Rappen erste kann Favorite tödlich Album, sein, hieß ja, das Collabo-Album. Boah, habe ich sehr krass gesuchtet, weil das dieses Ding hatte von so, ja, wir sind halt geil, so, und schon auch irgendwie abgefuckte Atzen so, aber das hatte so ein, ja, aber wir sind geil und nicht irgendwie, ah, ich bin nicht so ganz im Reinen mit mir und das, sondern so einfach, und ich weiß, dass es als Künstler gar nicht so einfach ist, sowas immer zu schreiben und mit so einer Attitude auch irgendwie dran zu gehen. Genau, das hat mich auf jeden Fall sehr abgeholt. Ja, das ist erzähl, sorry. Ich wollte gerade die Kurve zurückschlagen, das war, glaube ich, auch geil am VBT, dass man da einfach so, das hat das aus allen rausgeholt. Darum war das auch so einfach, sich das reinzuziehen und immer unterhaltsam. Ja, ist witzig, dass du das sagst. Ich wollte auch die Kurve schlagen. Ich wollte nämlich sagen, das hat dich vor allem, glaube ich, eben im VWT dann auch so abgehoben von einigen anderen. Das ist ja genau das, was du jetzt hier mit dem King Hustler angestellt hast. Das macht man ja nur, wenn man sich schon auch
in gewissen Punkten überlegen fühlt. Das strotzt ja vor Sicherheit. Und das ist ja so, ich nehme den jetzt hops, ich mach das jetzt. Und das hat ja auch einfach mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn man jetzt in sich gekehrt und irgendwie total nachdenklich unsicher ist, dann schreibt man sowas ja gar nicht. Dann performt man das auch nicht. Ob das jetzt bierernst ist oder ob man das irgendwie mit einem spaßigen Ansatz macht. Aber generell muss man sagen, ist das einfach sehr confident, sehr selbstbewusst. Das hat mir auch immer gefallen und im VBT eben auch wahrscheinlich genau deshalb, weil da ging es immer zur Sache, da ist was passiert. Ist so, ja. Ja, ja, ich, bei mir ist das sehr unterschiedlich. Ich höre im Auto ganz andere Mucke als beim Kochen in der Küche oder weiß nicht, also so, das ist immer ein bisschen so davon abhängig, was ich gerade mache und wie ich gerade drauf bin und so. Aber ich fühle das. Also gerade auch so in meiner Jugend hatte ich eine krasse Phase, wo ich so wo ich einfach Bock hatte, dass Mucke so klatscht einfach irgendwie und wo ich fühle auch das Straßenrap-Ding. Also ich habe, glaube ich, auch immer viel mehr Straßenrap gehört, als Leute so dachten. Aber halt immer nicht so auf Deutsch und ich habe nicht so die Verbindung dazu aufgebaut, dass das so, dass ich ein Straßenrapper oder so bin. Aber gepumpt habe ich immer zu einem sehr großen Teil Straßenrap. Okay, das ist interessant. Ja, ich habe immer gedacht, die Amis, die sind bestimmt wirklich Gangster. Und dann immer so schlaue Sachen gesagt wie Deutschland, in Deutschland gibt es doch gar kein Ghetto. Und was heute, wo ich so mir eine Ohrfeige für geben könnte, dass ich so dumme Sachen gesagt oder gerappt habe, weil ey, ganz ehrlich, in Deutschland kannst du schon auf jeden Fall richtig hart am Sack sein und in voll Armut leben und ja, scheiß Leben haben. So. Und dann darfst du auch drüber rappen und der blonde Christoph hat das nicht zu entscheiden. So, weißt du, das ist, aber so, das war ein bisschen so, glaube ich, mein Ding von so, ich find so Straßenrap in Deutschland nicht authentisch. Bushido, der ist doch gar kein Gangster und so. Ich glaube, das ging, aber da warst du wahrscheinlich auch nicht alleine mit. Das ist ja, also voll nicht. Ja. Und das war also, ist halt so gewesen. Aber ich habe immer so gedacht, echter Straßenrap kommt so aus Frankreich oder aus Großbritannien oder aus Amerika. Und dann gibt es halt so, ja, Deutschland. Mhm. Ja. Würde ich aber, also finde ich, wie gesagt, keine adäquate Meinung mehr heutzutage. Ja, bei mir hat sich auf jeden Fall damals geswitcht. Ich habe erstmal dieses, ich habe voll Agro Berlin, Erstguter Junge, das war alles voll mein Film irgendwie. Und ich bin dann als so Selfmade, so ein bisschen, als Selfmade an Start kam, bin ich dann auch mehr in dieses Battle-Rap-Ding irgendwie für mich umgeswitcht. Und dann irgendwann war alles halt, hatte irgendwie so seinen berechtigten Platz, aber das war auch jetzt nicht immer so, dass ich da nur, ich immer nur Street-Rap gehört habe oder so. Da gab es auch ganz andere Zeiten und Phasen. Ich habe dir gerade mal, warte mal, ich switch mal ganz kurz das Bild so hier. Ich schicke dir gerade einmal einen neuen Link. Das ist VR2. Wir haben ja gerade VR1 gehört. Hier steht VR2, das muss es ja sein. Ja, ich glaube tatsächlich, KOR kam dann später. Aber das sagt mir auch was. Aber das habe ich völlig verdrängt. Geil. Mal gucken. Aber das finde ich ja schon wieder super sympathisch, dass das nicht mehr, also gut, ich müsste jetzt auch recht überlegen, was war denn da der nächste Gegner, aber ja, ja, das ist stark. Also einfach mal komplett, also einfach ganz vergessen. Okay, Leute, da gehen wir rein. Derma, du Itch. Also, der Mac, du Bitch. Ja, der Mac, du Bitch. Genau, ich wollte es nur zensieren. Ich wollte es dir für deinen YouTube-Upload einfacher machen, weißt du? Ich versuche, dir mal zu umgehen. Aber wir können das auch anders machen und wir betonen die ganz besonders doll. Ja. Ich kenne mich nicht aus. Nein, das passt. Okay, komm, wir gehen rein. Der Mac. Der Mac. Was? Normalerweise kriegen unbekannte Opfer keine Antwort. Aber du kommst mir doch bekannt vor. Lass mich kurz mal überlegen, ich weiß. Du bist der eine davon, RTL 2. Du fette Sau, ich schwör's dir, ich find auf den Sport. Und gut. Wow. Und gut. Christoph.
Ja, okay. Wollen wir nicht drüber reden? Nee, ich wusste jetzt nicht, dass das noch gerade kommt. Ich wollte eigentlich stoppen wegen dem Einstieg, weil ich so dachte, hä, woher kenne ich das denn? Aber du hast dich ja rezitiert, also bis auf das letzte jetzt. Hast du das ja später nochmal, ne? Komplett übernommen. Ich weiß nicht, oder hat das jemand gegen mich eher, der eine davon erzählt? Ach so, war das, ja. So rum? Basti war das. Aber. Ja, okay. Das wäre jetzt gerade für mich. Aber ich finde, wollte gerade sagen, ich finde den Beat irgendwie mega dope. Nach diesen eher langsamen Dingern so. Ist wieder ein Beat, glaube ich. Das irgendwie finde ich, das nimmt so Fahrt auf, gerade vom Feeling. Ja, ist auch so. Du hast ja auch gesagt, die etwas schnelleren Beats haben dir ja auch Spaß gemacht. Damit hattest du ja kein Problem. Nur wenn es in diesen Halftime-Flow gegangen wäre. Aber doch, das tatsächlich eben Quali und auch die Vorrunde 1 waren auf jeden Fall ein bisschen langsamer. Ja, das stimmt. Jetzt geht's los. Finde ich, guckst sehr schlau. Du guckst äußerst schlau, ja. Okay, ich drück mal. Ja, mach mal. Hat nicht geklappt. Sportplatz gehörst du auch hin. Doch ich versteh nicht, warum stehst du da und raps? Dreh doch ein paar Runden, tu was gegen deinen Speck. Von mir erwähnt zu werden, ist für dich schon ein Erfolg. So bekommst du endlich mal im Forum eine Seite voll. Rede nicht, du Held. Deine Homies stehen hinter dir, du stehst alleine auf einem leeren Fußballfeld. In deiner Quali hast du Dealer gedisst, denn der Arsch hat gesagt, es gibt kein Feature für dich. Geh und kauf dir noch eine Pommes, fette Sau. Dein Künstlername fiel dir ein, da standst du grad mit großen Augen vor McDonalds. Alter! Ja, nee, erzähl doch mal. Boah! Ich dachte, ich hätte das irgendwie so ein bisschen so schlau und nett und charmant gelöst. Alter, gar nichts, Alter, das ist ja voll dumm. Ich sag halt, du warst halt sehr ehrlich. Du warst sehr ehrlich, also. ich hab ihm nur. Nein, aber ich finde es gerade tatsächlich auch echt irgendwie dope auf eine Art, aber das kann man ja nicht rappen. Also so, ich war immer der König im Breaks schneiden übrigens. Da können wir zusammen mal drauf achten. Ja. Meine VBT-Runden wären nicht halb so geil, wenn ich nicht der Beste gewesen wäre in die richtige Stelle finden, wo man den Beat rauscuttet und so die Zeile, um die Zeile zu betonen. Ey, safe. Sportart für sich selber. Da habe ich nochmal einen ganzen Tag investiert, Alter. Wo andere noch Videos gedreht haben, habe ich kleine Lücken in den Beat geschnitten. Aber ist ja auch tatsächlich eigentlich die bestmögliche Option, so allein noch mal richtig Nachdruck zu geben. Und das stimmt, das hast du viel gemacht. Das hast du wirklich oft gehabt, diese Breaks. Das mache ich bis heute auch noch ganz viel. Dann will Frieda immer die Breaks wieder rausnehmen und dann rufe ich den an und schimpf. Ja, okay. Dann versucht er so Drums reinzuschummeln oder so. Aber ich sage, ein absoluter Break. Ich will da nichts hören vom Instrumental. Nur ich. Kann ich verstehen. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja. So, weiter abhören? Ja, drück ruhig, ja. Name ist zu lang, eigentlich nicht, doch trotzdem nenne ich dich einfach nur Bitch. Oh mein Gott, das ist verrückt, auf einmal wünsche ich mir diesen King Hustler zurück. Dein Name ist zu lang, eigentlich nicht, doch trotzdem nenne ich dich einfach nur Bitch. Oh mein Gott, das ist verrückt, auf einmal wünsche ich mir diesen King Hustler zurück. Okay. Interessant. Ja, so ein paar Sachen sind so vom Stilempfinden nicht so ganz on point. So dieses Klappending und dieses Konfetti-Ding und so. Okay. Es ist halt einfach da. Es ist. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wir dachten, bevor wir jetzt mit leeren Händen losgehen, nehmen wir das mit. Nee, aber krass, wie das dritte Video einfach schon voll das coole Video ist. Nach den ersten beiden, oder? Das hätte ich jetzt auch angesprochen, merkt man schon einen absoluten Unterschied. Also da muss ich irgendwas jetzt getan haben im Background. Ich glaube, da hat Timo auf jeden Fall eine geile Kamera sich gekauft. Das war die Story so. Ja, ey, okay. Zwei Videos gedreht, das hat auch Spaß gemacht, oder? Wollen wir das jetzt öfter machen? Weil dann, ich hätte jetzt eine Kamera. Geiler Move. Übrigens, Ergebnis, weißt du das Ergebnis noch? Nee. 3-1. Ja, das wäre halt jetzt wahrscheinlich spannend, ihn zu hören, weil ich weiß gar nicht, wie er so. Also, vielleicht hätten wir doch die. Aber das sprengt, glaube ich, den Rahmen jetzt, ne? Aber, also. Ach, ist alles gut. Aber jetzt haben wir auch nur 4 Leute gewotet. Ich meine, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Transparenz
messbare, sag ich mal, bekommen, wenn da jetzt auch 10 Leute gewotet hätten und nicht nur 4. Ey, und wenn diese Dudes in der Jury halt nicht einfach irgendwer gewesen wäre. Also das war ja zum Anfang vom VBT schon nicht so, yo, das ist jetzt hier irgendein Rapper, der schon mal was gerissen hat. Das war ja wirklich so, ja, wer, wenn einer Bock hat, also jeder kann, so, weißt du? Und das wurde ja später dann erst Thema, dass diese Jury irgendwie qualitativer besetzt war. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ja, es war ja eigentlich immer so, glaube ich, dass, also im Prinzip konnten sich alle für den Juryposten bewerben. Und dann wurde das, glaube ich, anhand von so einem Bewerbungsvoting ausgecheckt, ob die Person in Frage kommt oder nicht. Und nur beim Splash-VBT gab es aber so eine renommierte Jury, ja, was aus Magazin und Musikern bestand. Das war nochmal was anderes, aber bei den späteren VBT-Runden im VBT 2011 war dann ja auch schon so, da haben dann so Redakteure vom Rappers in Magazin und so waren in der Jury und irgendwie, da hatte man das Gefühl, da gingen so Battles dann ja auch irgendwie 20 zu 14 aus oder so, aber 3 zu 1 und irgendwelche Dudes haben das gemacht, da hätte ja irgendwas passieren können. Also da hätte ja nur einer quasi irgendwie sich anders entscheiden müssen bei dem Battle und dann wär's halt raus gewesen, so, ne? Oder was wäre denn bei einem 2-2 überhaupt passiert? Weiß ich gar nicht. Was ist denn bei der Vorrunde beim 2-2 passiert? Vielleicht weiß es jemand hier. Also, sonst später gab es ja so einen Publikumsjoke. Joker, sage ich schon, Voting. Bei der Splash Edition gab es ja immer auch noch so einen Publikumsvote und dann hat im Zweifelsfall der entschieden. Ich glaube, wahrscheinlich war das so, dass wenn es 2-2 gewesen wäre, dann hätte quasi noch einfach ein Fünfter das bewerten müssen. Kann es das sein, dass du, wenn das am Ende von dem Jury-Prozess quasi einfach geguckt wurde, gibt es noch Battles, die unentschieden sind, dann muss da noch einer voten. Das ist eigentlich auch geil. Und dann kriegt so irgendwer einfach so, hier, ja, nimm mal, entscheide mal. Ja, Mann, das war doch alles super random. Ja, es ist halt also, so geil, du weißt so. Wie soll das denn anders sein, wenn 1000 Kids auf irgendeiner Internetplattform Rap-Battles hochladen in ein Regelwerk, das ich erstmal noch finden muss? Und irgendwie, wo so, da war ja auch so zwischendrin, ja, okay, jetzt ist der VBT-YouTube-Kanal einfach kaputt oder der Upload irgendwie Link in dem Forum geht nicht. Dann hat man ja zwischendrin einfach mal so über ein paar Wochen einfach die Battles auf seinen eigenen YouTube-Kanal geladen. Also so irgendwie ab, weiß gar nicht, Halbfinale oder so, sind so 2 oder 3 Battles sind so auf meinem YouTube-Kanal, weil dann ging das nicht mehr. Der YouTube-Kanal ging nicht mehr. Weißt du, ist ja auch so, also wenn du mir das heute erzählen würdest, wäre so, nee, Mann, der YouTube-Kanal war auf keinen Fall das Thema, weil das war ein YouTube-Kanal. Ja. So weit. Nee, aber keine so, Chance mehr, das war vorbei. Aber so, also schon irgendwie crazy und also ich will ja, also Rapper sind voll krass, irgendwie cool, dass die es gemacht haben. Ich glaube, die haben auch 2-3 Euro verdient an der Kiste, aber mit so. Mit Sicherheit, ja. Rechne das mal hoch. Das ist krank. Pervers, Alter. Ja. Also die haben bestimmt auch Kosten gehabt irgendwie für das Forum und so, aber Alter. Egal. Ja. Das, natürlich war das am Anfang schon so, keine Ahnung, jedes Battle hätte auch einfach anders ausgehen können, weil irgendwer irgendwo was gewotet hat. Ja, naja. Also interessant auf jeden Fall. Hier wurde auch gerade geschrieben, Breit MC gewinnt, wenn es unentschieden ist, dann gewinnt Breit MC. Und hier wurde noch gerade gesagt, 2010 bis 2010 war es wohl so, dass dann Ab entschieden hat. Also wenn so eine Situation war, dann hat er das selber in die Hand genommen. Das finde ich auch eine gute Liste. Das ist auf jeden Fall stark. Toll. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, die Runde. Überhaupt nicht. Ist nicht meine Lieblingsrunde. Meine Lieblingsrunde bis jetzt ist Deutschlandflagge. Ja, die war auch strong. Wir könnten tatsächlich deine Skalierung hier von 0 bis 10, könnten wir tatsächlich, finde ich, vielleicht auf zu den Battles mitnehmen. Oh Mann, stimmt, gut, dass du es sagst. Ich hatte es eben noch im Hinterkopf. Ja, ist eine gute Idee. Also wenn das, weil ich hätte tatsächlich, glaube ich, diesem King Hasler Deutschland Flaggenthema, ich glaube, die Quali kann man mal rausnehmen irgendwie, die ist irgendwie kein Battle. Das feiere ich, das irgendwie, das unterhält mich jetzt, das finde ich irgendwie 8 oder so. Und das ist auf jeden Fall für mich so eine 2 oder so oder 3, das finde ich gar nicht. Das gab so cool. Okay, ist interessant. Also 3, sagen wir 3. Was würdet ihr der Runde, die wir gerade gesehen haben, geben, Leute? Von 1 bis 10?
Die Konfetti, also man muss natürlich immer gucken. Dafür ist natürlich jetzt die Videoaufmachung, ne? Die Qualität natürlich, die hat natürlich ja da auch vielleicht nochmal reingespielt. Ist auch immer die Frage, beurteilt man das nur anhand des Gerappten? Guck mal, hier bewegen uns hier zwischen. Ja, okay, aber es ist auch so, ist auf jeden Fall jetzt auch nicht Hype, ne? Ist schon auch so, ja. Das ist eher so eine durchschnittlichere Runde, aber jetzt auch nicht schlecht, aber sagen wir mal solide. Ja. So ist es vom Ranking her. Mich würde noch voll interessieren, was die Leute im Chat der Deutschlandflaggenrunde geben würden. Ich habe jetzt natürlich schon voll irgendwie meine Meinung gedroppt, aber. Also, danke. Okay, das sieht auf jeden Fall deutlich stabiler aus. Da sind wir hier auf einer Wellenlinie, Leute. Ihr ja, das sieht echt gut aus. Was ich auch interessant finde, ist übrigens, was auch ganz cool ist bei diesem. Warte mal, mein Favorite ist der Typ, der sagt, keine Ahnung, Alter, ist schon 20 Minuten her. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Ding. Das ist wieder den Punkt tatsächlich anknüpfen, den ich gerade sagen wollte. Was bei den Dingern halt auch geil ist, du rappst so ein Part, da musst du nicht mal noch hooken, das ist einfach nur so 16 Bars oder so. Und das ist es auch. Weißt du? Noch ein paar Scratches, also, eine Minute 20, eine Minute 30. Also weißt du, es ist eben so dieses eher, ach ja, ganz locker, hat auch gereicht, ich habe genug erzählt über den, weißt du? So. Das ist eigentlich sehr geil bei diesen Vorrunden. Ich finde tatsächlich auch, dass dieses kurze Format geiler ist und dass das, glaube ich, eine coole Regel gewesen wäre, zu sagen, irgendwie maximal zwei Strophen und dann ist gut irgendwie. Das war bei den späteren VBT-Runden schon echt super anstrengend. Ich glaube, meine letzte Runde gegen Basti geht ja irgendwie eine gefühlte Dreiviertelstunde. Ja, das ist halt ja natürlich der Entwicklung selbst geschuldet, dass alles eben größer wurde auch und so. Aber das hatte man, glaube ich, auch in späteren VBTs, dass immer halt diese ersten Runden, wenn man auch auf so Leute trifft, wo man vielleicht weiß, ey, ich rap besser als der, da muss man dann ja kein Geheimnis draus machen. Wenn man das jetzt erstmal nur so auf den Punkt bringt, dann kann man ja auch viel mehr spielen. Und auch mal ein bisschen von oben herab mal was Lustiges machen. Also ich glaube, das hast du auch trotz dessen ganz gut hinbekommen, wenn Leute rappen konnten. Dann glaube, du warst schon immer sehr so auf der Verarscherschiene. Yes! Okay. Genau. Wann kommt denn jetzt K.O.R.? Ja, jetzt kommt, glaube ich, Khahid, oder nicht? Jetzt kommt die Zwischenrunde. Also ich mache jetzt hier mal VBT-Wiki auf. Wer hat eigentlich das VBT-Wiki programmiert? Das ist ja auch krass, dass da jemand hingegangen ist und das programmiert hat. Vielleicht hat das ja Wikipedia selbst gemacht. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. VBT-Wiki Weekend. Boah, und das ist vor allen Dingen krass recherchiert, ey. Da steht nicht nur drin VBT-Runden von mir, sondern da ist sogar 5000 für einen 16er aufgelistet. Und somit, auch deine, einzige Niederlage. Quasi. Meine einzige Niederlage. Deine, ja. Also jetzt kommt die Zwischenrunde gegen Khahid. Ja, das hatte ich doch hier auch geöffnet. Das ist alles richtig. Ich habe doch alles richtig gemacht. Hab's doch im Griff. Ich wollte nur mal gucken, ob die Leute es auch wissen. Ist doch. Test bestanden. Ja, cool. Ich bin voll am Start. Ich habe mich gerade kurz im VBT-Wiki verloren und nochmal durchgelesen, wer ich so bin. Aber jetzt, hey, ich drück mal Play, oder? Warte, ich muss nur kurz. Ah. So. Ja, wir sind ready. Khahid, let's go. Ist auch so schön, Fist zu sehen. Oh. Dieser Dance-Move am Anfang, können wir nochmal kurz zurückgehen. Danke. Geil. Ja, ich will nicht dein Freund sein. Und was für Schlägerei, komm nach Gelsenkirchen und ich bring dir ein bisschen Deutsch bei. Wow. Ganz schlimm. Auch geil, wie ich ihn wegschubs. Das stimmt schon mal viel. Ich will nicht dein Freund sein. Und was für Schlägerei, komm nach Gelsenkirchen und ich bring dir ein bisschen Deutsch bei. Nur so ein paar Vokabeln, nur solche Dinge wie Khahid, wer kann sagen mir das Weg zu die McPhee? Ja, gut, Christoph. Sollen wir darüber reden? Nee, ne? Nee, ich kann es einfach weiterhören. Finde ich. Bisschen witzig ist auch, aber darf man nicht sagen. Ja, ich merk schon, als Pole lernt man kein Deutsch, wenn man in Österreich auf dem Berg wohnt. Ich kann dich schon verstehen, was sollst du im Endeffekt auch alleine machen in den Bergen da? Gangster-Rap. Und ich kill Pete Beats.
ich fühle nicht dieses als Pole und so Thema, aber Berge irgendwie herabwürdigen und so dieses Landleben und so Ding, das ist witzig. Das kann man auch heute nochmal, das ist politisch auch cool, ja? Das finde ich auch witzig, ja. Auf jeden Fall. Wenn du uns daran teilhaben lässt, wie du mit deinen Freunden Krieg spielst, das ist der Super-GAU. Ohne Hitler würde ich denken, alle Österreicher sehen wie Shakusa aus. Okay, das ist ein bisschen lustig. Der war halt irgendwie schon, glaube ich, so ein ländlicher Dude irgendwie, aber der hat so krass gedrehte Videos gehabt. Sah auf jeden Fall viel geiler aus als meine Videos zu der Zeit. Schon sehr professionell, aber da war auch so alles so Kampfweste, Laserpointer-Vibes, irgendwie so militärisch und so. Ist halt witzig, wenn du eigentlich irgendwie so Landleben. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch immer noch, das darf man immer nicht vergessen, diesen gesamten Kontext. Wenn man jetzt, gerade das wird dann, wenn wir die Hin- und Rückrunden auch noch haben, ja, noch ersichtlicher, wenn man dann sieht, wer steht denn da und wie ist es, dann kann man das natürlich noch mal ganz anders für sich denken, als wenn das jetzt so aus dem Kontext gerissen, du das einfach nur als die Line für sich immer so betrachtest dann, ne? Wenn man ihn jetzt noch mal dazu dann sieht und so, du weißt, der hat halt echt auf den Putz gehauen, aber ist da eigentlich, hat ein ganz anderes Leben wahrscheinlich augenscheinlich geführt, dann kickt so eine Line natürlich auch noch mal anders. Ja, voll. Ich denke halt so Dinge wie so, ich rachid, wer kann mir sagen, hier Weg zu McFeed und so weiter. Das ist halt überhaupt nicht geil, das nachzumachen irgendwie so und das als Pole-Ding und so. Das ist definitiv auch so ein Zeitding halt. Also sehe ich ganz genauso. Viele Leute schreiben mir aber auch, ey, ist die Zeit. Ja, nee, das ist für mich jetzt auch tatsächlich, glaube ich, nur nicht so, dass ich das jetzt irgendwie sagen würde, boah, das geht gar nicht, das darf nicht im Internet stehen oder so. Aber das ist halt sowas, was schlecht altert, was heute nicht mehr geht und was nur unter der Prämisse irgendwie auch da passieren kann, dass das halt einfach alt ist. So. Genau. Naja, ich drück mal. Ja, mach mal, ja. Du hast so starke, unfassbar dicke Arme. Komm doch her, zum Waschmaschine tragen. Und ich glaub dir gerne über Anabolika, weißt du wenig. Wer kann sagen mir, was ist polnisch für kleine Penis? Wer hätte gern den Körper von Massiv? Chahi, wer ist nur ne Chakusa-Kopie? Chahi, wer rollt das R aggressiv und kann ganz böse gucken wie ein Stier? Chahi, wer hätte gern den Körper von Massiv? Chahi, wer ist nur ne Chakusa-Kopie? Chahi, yeah. Wer braucht dringend Wochenende? Wer bekommt jetzt Wochenende? Ich glaube, Chahi. Ich habe sehr viel Liebe für Fist. Voll schön, den mal wieder rappen zu hören. Den, ich habe den noch viel zu lange nicht gesehen. Oh, Fist ist auch richtig guter. Ist wirklich ein ganz lieber Kerl. Richtig, richtig toller, netter Mensch irgendwie. Ja. Der hat ja schon auch immer so eine krasse Art gehabt, irgendwie selbstbewusst zu rappen und so. Und der ist auf jeden Fall so jemand, wo die Person dahinter einfach nur super, super nett und super guter Typ ist. Auch coole Hook, finde ich tatsächlich. Finde ich auch. Also total on point. No. Ja. Jeder hat sein Talent, ihr wisst, was ich mein. Und rappen ist nicht gerade deins. Das ist gerade sicher hart für dich, Mann. Doch wir finden schon noch irgendwas, das du kannst. Da hast du auch wieder extrem diesen Laid-Back-Flow, der das wieder sehr trägt. Also da rappe ich gar nicht, da rufe ich so, ne? Irgendwas, das du kannst. Ja, es ist wirklich verrückt. Ja. Also. Ich finde, dieses, wie ich da mit einem Unterhemd und so einer Gummiglatze und dieser Hantel stehe und so, ist für ein bisschen schwierig. Also jetzt nicht politisch schwierig, sondern sieht einfach nicht so schön aus. Ja, das ist natürlich aber auch noch so ein bisschen die VBT-Zeit, so sich als der Gegner verkleiden. Ne? Das ist ja komplett, da war ja VBT Dauerkarneval. So, da hast du ja wirklich, ja, das war über mehrere VBT-Generationen sogar so, oder Jahre, dass immer sich irgendwie noch verkleidet wurde. Ich glaube, das hat erst mit 15, ich glaube, selbst 2015 gab es das noch. Ich glaube, ich bin in die Falle dann nicht mehr wirklich reingetreten. Ich finde es sehr unangenehm, das zu tun, glaube ich. Ja, ich rückwirkend auch. Ich hab mich sogar mal als du verkleidet. Das ist so krank. Wo kann man das angucken? Ja, muss man ja nicht. Es ist, ich glaube, im TJ Battle war das. Krass. Ja, müssen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. Also, ich sag mal so,
sich als Weekend zu verkleiden, ist bestimmt eine gute Sache. Wenn ich mich als Rachid verkleide, sieht es auf jeden Fall richtig dämlich aus. So ein Unterhemd muss man auch tragen können. Oh, er wird nochmal nachgetreten gegen Rachid, der Arme. Nee, gegen mich in dieser Verkleidung. Das ich weiß, so, ich weiß. Das sieht ja aus wie ein Vogel. Naja, drück mal. Ihr wisst, was ich mein. Und rappen ist nicht gerade deins. Das ist grad sicher hart für dich, Mann. Doch wir finden schon noch irgendwas, das du kannst. Vielleicht eine Sportart oder was Kreatives. Vielleicht hast du ja auch ein Händchen für Gesellschaftsspiele. Du sollst. Das ist diesen Würfel in den Mund stecke. Das ist witzig. Safe. Das ist gut. Und ich habe ein Architekt-T-Shirt an. Das ist auch eine gute Sache. Viele Grüße an den. Das ist auch ein guter Typ. Voll cool. Macht der noch Mucke? Ja, tatsächlich macht der Mucke. Ich weiß nicht, ob jetzt brandaktuell vor 2 Monaten, aber der ist auch so einer, der liebt das, der hat das immer gemacht, der wird das immer machen, egal wie groß oder wie klein der ist. Und der wird da auch in so regelmäßigen Abständen immer mal so in kleinen Portionen dafür belohnt, dass wenn da mal nichts mehr ging, ist er am Ball geblieben und dann ging mal wieder doch irgendwie was. Also der hatte zum Beispiel irgendwann mal zwischendrin einen Song mit Lackmann, das ist wahrscheinlich inzwischen auch 10 Jahre her. Aber der ging dann plötzlich mal wieder durch die Decke oder dann kamen andere Sachen. Auch vom Style überhaupt nicht immer ähnlich. Ich war großer Fan von diesem Album damals mit, wo Lord Scan alles produziert hat. Ich glaube, Klatschi hieß das. Mhm. Genau. War der nicht auch bei Rappers In gesigned? Boah. Ich glaube, der war eine Zeit lang mal da gesigned. Ich bin mir nicht 1000%, ich will jetzt auch keine Unwahrheiten verbreiten, aber ich irgendwie hat es geklingelt. Das glaube ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Den tue ich in eine ganz andere Bubble. Tue ich eigentlich auch, aber irgendwie hatte ich sogar das Gefühl gerade, der war da auch mal kurz unter Vertrag. Aber kann auch sein, dass es Quatsch ist. Ist ja egal, ist ja nicht wichtig. Ja. Okay. Ja, aber komm. Auf jeden Fall so verbinde ich auch so mit richtig Oldschool-Liebe für die Sache. So. Ja, voll. Also ich glaube, der rappt auch noch. Cool. Okay. Weiter. Rachid, was geht ab? Du das Musik machen lassen, doch bestimmt bist du voll gut im Briefmarken sammeln. Versuch dein Glück besser. Das ist eine richtig schlechte Zeile, das Briefmarkenzeile. Nicht als MC, doch vielleicht bist du ja der King im Triangelspiel. Ist auch eine richtig schlechte Zeile. Was musst du drauf haben? Wie wär's denn mit Mandalas ausmalen? Meine Fresse, ich hab heute Ideen. Was hältst du denn von an der Kreuzung stehen und Leute zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und 10 und 12 und 13 und 14. Boah, das sind richtig schlechte Sprachen. Boah. Ich glaube halt, weißt du, aber ich glaube, was daran so gefeiert wurde, ist einfach diese absolute so Ignoranz, das ist ja wirklich so, es ist mir ja einfach nur alles scheißegal mäßig. So. Ja, vielleicht. Das macht's jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es das dann irgendwie für dich noch beschönigt, aber das ist halt einfach so, ja, so, wer bist du? Wer bist du? Mandalas ausmalen. Ja, weil ich finde so dieses, ich schlag dir jetzt Sachen vor, die du machen könntest, aber dann sind die Beispiele sind halt irgendwie gar nicht so funny irgendwie. Das ist irgendwie, finde ich, nicht so krass kreativ. Aber das würde mich jetzt gerade mal kurz interessieren, ob da jemand im Chat irgendwas, ich guck mal kurz, widerspricht, weil ich glaube, dass diese Mandala-Zeile, dass die mal oft zitiert wurde, dass das mal so öfter, das war sowas, was du beim Merch stand, kamst du dann gesagt, Mandalas ausmalen. Ah, echt, okay. Triangel spielen, macht ein witziges Bild, okay. Ich finde die Strophe richtig geil. Also hier sind einige Leute, die sagen, nee. Ja, ich glaube, man selber ist auch zu kritisch mit sich. Man hat also, jetzt bist du gerade nicht zu sehen, aber ich habe nichts gemacht. Ich bin da. Irgendwie ist deine Kamera aus. Ich habe es jetzt ausgemacht. Und jetzt Angemacht. Warte mal. So. Yay. Ja, wir sind zurück. Sehr gut. Alles perfekt. Genau. Ja, okay. Ja, ich glaube, da ist auch manchmal so ein bisschen stumpfes Trumpf. Weißt du, du hast ja letzten Endes, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil hier hast du ja in der ersten Strophe auch wahrscheinlich das. Also, das sind jetzt eher nur noch so Lines, die halt da sind. Das sind ja keine battle-entscheidenden Lines. Weißt du? Das sind einfach so, ich hab ja noch mal so ein paar für euch, so, keine Ahnung, so nehmt die halt. Und das ist dann noch mal so ein bisschen auf dem bereits getanen Erfolg rumreiten, so vom Gefühl her. Das ist ja, so, das macht das so niederträchtig. Aber ich finde es schon so, wenn man das so nur rap-mäßig sieht, auf jeden Fall die erste Strophe deutlich doper. Und die zweite dann halt so.
Ja, genau, die ist halt so einfach nur noch mal ein bisschen darauf rum, nur noch mal ein bisschen reindiven. Vielleicht ist es auch ignorant, dass die so ein bisschen kacke ist. Also so, so extra, so, extra scheiße. Ja, so mit so, ich kann sogar irgendwas zählen oder verzählt. So, das finde ich dann schon fast wieder so doof, dass es geil ist. Aber genau, bei der hier sehe ich das auch so. Da, die kommt halt so hinten raus noch, weil du hast auch so über die nächste Zeile noch hinweg noch so weiter so verzählt. Da finde ich auch eher, dass die zwei, drei davor jetzt ein bisschen flacher waren. Aber wie gesagt, irgendwie passt es auch trotzdem rein. Ich finde jetzt nicht, dass es so fehl am Platz wirkt. Es ist eher so, es lässt ihn halt einfach trotzdem doof so da aussehen. Das sagst du ja nur gegen jemanden, wo du wirklich, das, du musst dir so sicher sein, dass du dieses Battle gewinnst, sonst würdest du so eine Line nicht rappen. Das ist ja schon sehr so, weißt du, wenn du das gegen jemanden rappst, der wirklich was drauf hat, dann kommst du damit nicht durch so. Du musst da schon, also er muss das auch angeboten haben auf irgendeine Art und Weise, glaube ich. Ja. Also, ja. Wie gesagt, man darf den Battle-Kontext auch nicht ganz vergessen. Nee, ich, so kritisch, wie ich es vorhin gesagt habe, sehe ich es, glaube ich, auch für mich gar nicht. Aber da verliert es auf jeden Fall so ein bisschen den Biss. Ich mach mal weiter. Ja, ich will nur mal den Biss sehen. Wer hätte gern den Körper von Massiv? Trahi. Wer ist nur ne Jacuzza-Kopie? Trahi. Wer rollt das R aggressiv und kann ganz böse gucken wie ein Stier? Trahi. Wer hätte gern den Körper von Massiv? Trahi. Wer ist nur ne Jacuzza? Ich mach mal. Wer hätte gern den Körper von Massiv? Trahi. Wer ist nur ne Jacuzza-Kopie? Also videomäßig finde ich auch schon geil. Das ist viel schon auch so, okay, geil, die Kamera bewegt sich, Dynamik und so. Und dann aber so dieses so zwischendurch so funny Moments, wo man so denkt, warum gucken wir da wie so Trottel über diese Mauer? Also so, wer hat gesagt, dass das geil ist? Aber ich glaube, das ist auch schön, dass sich das mal so stilmäßig einfach, dass man sich so finden musste und auch rausfinden musste, was ist eigentlich witzig und was ist halt einfach scheiß. Du hast einfach, der letzte hat einfach Spaß gehabt. Ich glaube, das ist einfach so, ja, wir machen das jetzt halt einfach mal. So, wie gesagt, nicht großartig hinterfragt. Ja, jetzt rückblickend ist auch geiler, dass da die Szene mit der Mauer ist, weil es halt lustig, sich das jetzt anzugucken, aber würde ich, glaube ich, jetzt in aktuellen Videos nicht mehr so machen. Rahi, wer braucht dringend Wochenende? Wer bekommt jetzt Wochenende? Ich glaube, Rahid ist so irrelevant für die Szene, wie die Größe seines Penises für ein lesbisches Mädel ist. Rahid interessiert mich nicht, Kreuz. Rahid interessiert mich nicht, Kreuz. Aber wer hat da nicht gerade... Habe ich mir die Handel auf dem Fuß fallen lassen? Ich habe keine Ahnung, ob das echt ist oder ob... Also wahrscheinlich war es Schauspieler. Wir könnten noch mal nachschauen. Rahid interessiert mich nicht, Kreuz. Aber wer hat dein nicht... Ist geschafft. Ich wollte gerade sagen, ja. Und hast du bei Fist an dieser Stelle Größe des Penises für ein lesbisches Mädchen ist? Mhm. Hast du da auch so ein Savage-Vibes? Ey, also auf jeden Fall habe ich gerade auch gedacht, das ist sehr irgendwie unvorhersehbar gerappt an dieser Stelle. Aber ja, der Savage-Vibe tatsächlich trifft's. Also so dieser Optik Records 2007 Savage, dieser... Boah, ich war halt im Savage-Game irgendwie so krass drin. Also ich kenne natürlich die ganzen... So John Bellow-Story. Anthems. Ja, genau. Das ist... Anthems, aber du, ich glaube, der hat einfach eine komplette Karriere nur so Anthems gemacht. Ja, genau. Das ist sein Ding. Ja, die kenne ich und die kenne ich dann doch wahrscheinlich auch so fast alle. Ja, das trifft's auf jeden Fall. Ich find's auch übrigens interessant, dass Fist jetzt hier, ich meine, er hatte erstmal quasi diese Hook, die aus vier Lines bestand, so, und jetzt rappt er ja einfach noch voll, so. Der macht ja einfach jetzt weiter. Erzählt einfach noch so. Ist ja gar nicht mehr in diesem Hook-Flow, sondern rappt jetzt auch noch ein paar Bars. Ist das eine Bridge vielleicht? Ja, war das erlaubt? Illegal? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also ja, der Gasthook ist alles. Doch, es gab auch Gasthooks, die gar keine Gasthooks waren. Es waren Gastparts. Naja, wer sagt denn, was eine Hook ist, weißt du? Also. Ja, eben. Eben. Ist ja auch noch ein bisschen Musik. Okay, ich drück nochmal, ja, hey, oder? Ja, mach mal. Gerade riesiges Lied, weil er anabole Steroide wirklich sehr liebt. Rahid interessiert mich nicht, Kreuz. Rahid interessiert mich nicht, Kreuz.
Yes. Ach, das ist ja auch geil. Guck mal, der zweite Name von unten bitte auf diesem Flyer. Oh, warte mal, ist es weg? Ja? So nämlich. Ah ja, mhm. Das ist kein Scheiß, das ist wirklich der Miami Yassin. Das ist ja witzig. Hat mir vor 3 Jahren oder so, hat mich da irgendwer drauf gestoßen. Das ist, bei Bananarama in Gelsenkirchen, keine Ahnung, ob wir uns da persönlich begegnet sind. Vor allem, genau, was auch gerade geschrieben wurde hier, Wodka Energy, 1,50 Euro. Das ist auch, das ist ein richtiger Knaller. Ey, ganz ehrlich, ey, es waren diese Zeiten, wenn du in Gelsenkirchen da irgendwie, also wenn da was war, was nicht Kneipe war, sondern was wirklich in so einem Club stattgefunden hat, dann war das halt so ein Club, wo so Schlager lief mit so Flatrate-Sauf-Partys, so der Vibe. Und dann haben wir, also ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob das gerade wirklich die Veranstaltung ist, an die ich mich erinnere, ob das das ist, was da auf dem Flyer steht. Ich glaube, dass das richtig, richtig schlimm war. Ich glaube, wir waren auch sehr betrunken auf der Bühne und es war unangenehm. Aber Miami Yassin war meine Vorgruppe. Boah, das ist auch lustig irgendwie. Das ist wirklich lustig, ne? Das ist so Miami. Vor allem, wie viele Jahre bevor der relevant war, hat der schon unter dem Namen Musik gemacht? Ist ja eigentlich cool, oder? Also ey, zumindest kann man, ist er am Ball geblieben, so. Ja, vor allem ist bei sowas ja oft aber auch interessant, dass es da Interpreten gibt, wo dann so nachgesagt wird, das ist ja so One-Hit-Wonder gewesen oder ist so jemand, der kam ja aus dem Nichts. Aber oft ist es so, dass dass Personen, die auch so aufpoppen, schon jahrelang was gemacht haben und dann irgendwann ist es halt passiert. Also ist ja jetzt hier eigentlich ein sehr interessantes Beispiel. Ja. Also das, wobei ich bei dem jetzt gerade auch gar nicht weiß, ob der noch am Start ist. Das ist tatsächlich so Mucke, wo ich überhaupt nicht drin bin. Ich schätze mal, also ich weiß jetzt, bin da jetzt auch nicht so dran, aber ich glaube schon, dass der noch am Start ist. Glaube ich schon, ja. Gut. Ja, auf jeden Fall, ja, 1 bis 10, ne, ist ja jetzt die Frage. 1 bis 10, Leute, mal in die Runde gefragt. Was würdet ihr dieser Runde geben? Was hat Chahid hier, Guck mal, ich warte jetzt, was im Chat geschrieben wird, aber ich gucke gerade nicht rein, weil ich bin noch in diesem Fenster. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn ich eine Zahl sage und das noch nicht gesehen habe. Sagst du eigentlich auch Zahlen? Ich finde, du sagst ja auch Zahlen. Doch, ich sage immer, also jetzt habe ich vielleicht eben, weiß ich nicht, aber normalerweise sage ich auch immer Zahlen. Ich sage auch immer Zahlen. Okay, also ich 5. Bist du generell jemand, der sehr selbstkritisch ist? Nur mal so kurz reingefragt. Eine 5 ist jetzt so, das ist jetzt nicht so crazy geil, aber also ich finde es, also ich finde da so manche Zeilen am Anfang nicht geil, ich fand da die eine Stelle nicht geil, ich fand so coole Runde. 5 ist ja so Mittelmaß, oder? Ist so, weiß ich nicht, auf meiner eigenen Range würde ich sagen, ich habe, glaube ich, Geileres gemacht. Ja. Aber ist okay. Ja, ich mag, dass da fest ist. Ich habe gerade nur schon mal nebenbei die nächste Runde geöffnet, nur dass wir das. Jetzt gucke ich in den Chat. Ich sag 5. Ja, also der Chat, du siehst ja jetzt nur so die letzten 3 Sachen immer. Also der Chat ist, glaube ich, im Schnitt ein bisschen höher dran. Also ich würde mal sagen, im Schnitt war es so eine, ja, vielleicht eine 6 bis 7. Es gab schon ein paar, okay, die waren höher, aber gab auch ein paar 5en hier. Gab auch mal sogar eine 3, aber es gab auch einige 8en, 7, 8. Mal sagen, 6 bis 7 ist es im Schnitt. Ich habe aber auch immer das Gefühl bei sowas, also ich empfinde immer so, dass eine 5 weniger wirkt, als es eigentlich ist. Also man tendiert dann doch eher mal noch eine 6 oder so zu geben, weil eine 5 für mich, die hört sich ja, also ne, eigentlich, wie du schon sagst, 5 ist ja auch in Ordnung, ist ja eigentlich okay. Ja, aber ich glaube, gegen die Runde hätte ein richtig geiler Rapper mich gekillt, so. Weil da war nichts dabei, was den Gegner so sehr, sehr, sehr zerlegt. Ja, man hat schon gemerkt, dass du es nicht machen musstest. Danke. Also. Ja, wenn dann die Sachen, die politisch so ein bisschen schwierig heutzutage wären vielleicht, und vielleicht sehe ich die jetzt auch einfach doll kritisch so. Aber so bei dem, bei den beiden Runden davor hatte ich das Gefühl, dass es mehr knallt. Und da fand ich auch beide Male die Beats geiler. Aber so mit Fist, das macht halt viel her und irgendwie. Es ist dafür auch noch eine Ecke ignoranter, ne? Also so. Voll. Also ich finde, die Hook trägt dem Ganzen auf jeden Fall, also trägt das ganz nice.
Also die fasst das irgendwie ganz cool zusammen. Die Hook ist nice. Da muss man immer sagen, im VBT, die Gasthooks, die haben ja nicht gezählt, angeblich. Also sie durften ja eigentlich nicht gezählt also werden. Also das ist ja wohl der größte Pseudo. Ja, ja, ja. Ich sag, wir halten uns ja hier jetzt nur an den Regelplan. Ja, aber natürlich ist das Quatsch. Nur es hieß immer, Gasthooks werden nicht bewertet. Und wenn man danach jetzt geht, dann finde ich, die Hook hat auf jeden Fall auch noch dazu beigetragen, dass es noch ein bisschen, also ohne Hook würde ich 5 sagen und mit würde ich wahrscheinlich 6 sagen. Ich finde, die Hook hat sie ja aufgewertet noch. Okay, aber ich habe die Hook nicht bewertet, weil es die Regel ist. Ach so, ja, ja, du hast sie schon, ja, ist ja klar. Wie gesagt, ich habe es auch, eine 6 gegeben. Ich habe es für die Leute gesagt, nicht für dich. Ist ja klar, dass du das weißt. Nee, aber ja, also ich habe gar keinen blöden Vibe damit, so die einzelnen Zeilen. Würde ich heute auf jeden Fall nicht mehr so machen, aber ist eine 5, also cool. Okay. Ja, ich fand, war solide. Way above auch so ein bisschen auf locker. War lustig, aber ich fand auch zum Beispiel jetzt die Deutschlandflaggenrunde, die hat zum Beispiel, obwohl es auch auf lustig locker war, die hat richtig ins Herz gestochen. Weißt du, also die hat anders, die hat einen anderen Impact gehabt. Vielleicht hast du sogar die Person angestachelt, das Leben, das eigene Leben zu überdenken. So tief ist die potenziell gegangen. Das hier war eher so, ja, der hat auch wahrscheinlich, der hat sich gedacht, ich mach trotzdem noch den Harten auf dem Berg. Ich behalte das trotzdem bei. Hab jetzt zwar verloren, aber. Und ich glaube, es gibt aber auch noch einen Effekt, dass sich über die Jungs, die eine Deutschlandflagge aufhängen, das ist immer noch ein Vibe, fühle ich sehr, so, weißt du, den halt zu verarschen oder da dran zu gehen, während so, ja, so ein Gangster-Rapper verarschen, ich glaube, das war schon damals was so, das kam bei so einem VBT-Publikum bestimmt richtig geil an, zu der Zeit und war auch voll mein Vibe, aber ich glaube, so ein Gangster-Rapper verarschen mit, du bist eigentlich gar nicht wirklich so hart, das ist, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch was, das hat man schon sehr, sehr oft einfach erlebt und damit könntest du, glaube ich, inzwischen jetzt nicht mehr so crazy Leute aus der Reserve locken. Vielleicht hat sich das auch einfach ein bisschen so abgenutzt und war damals vielleicht geiler. Ich habe vorhin durch Zufall in diesem VBT-Wiki auch die Bewertung gesehen. Die Runde habe ich tatsächlich nämlich zu 0 geworden. 9-0 habe ich gerade auch gesehen. Ja, das aber ist natürlich auch immer die Frage, wie hat der Gegner auf dem Berg gerappt? Was hat er da gemacht? Ja, anscheinend hat er nicht so viel zu. Er hat wahrscheinlich ein bisschen mit der Laserpistole geschossen und so. Wir wissen es nicht. Interessiert mich nicht Kreuz. Genau. Das ist doch auch, das ist ja noch öfter gefallen, oder? Das ist so voll das bekannte Zitat. Ich habe die Theorie gerade, dass das tatsächlich von einem Fist-Song oder von einem Fist-Kein-Bock-Song sogar. Also, es waren ja früher mal Fist und Kein Bock ganz ursprünglich so ein Rap-Duo. Ja. Die haben zusammen zumindest eine Platte gemacht, auf der ich drauf war. Auch als Feature, da erkannten wir uns. Und ich habe gerade die Vermutung, es gab da einen Song, der war so, interessiert mich nicht Kreuz oder irgendwas mit Kreuz, dass das daherkommt und dass er quasi seinen eigenen Song da so rezitiert hat. Und das wiederum wurde dann aber, glaube ich, weiter im VBT zu so einem Insider. Ja, weil das ist so voll das Ding. Das hat auch Bassi, glaube ich, hat das auch gegen dich im Finale gemacht. Wahrscheinlich kenne ich das auch wieder daher jetzt. Aber ich habe das schon öfter gehört, so, interessiert mich nicht Kreuz. Oder ist es, du hast doch diese Runde gegen Dr. Lux, da ist auch irgendwas mit, interessiert mich nicht, Liste oder so. Ich weiß nicht, irgendwas machst du da auch. Das haben wir schon mal gesehen im Stream vor 2 Jahren. Das ist eine neue. Achso, das interessiert mich nicht, Fadenkreuz. Naja, das kommt noch. Das kommt alles noch. Aber gegen mich oder das rap ich? Nee, da wird gegen dich gerappt, so irgendwie, dass du in dem interessiert mich nicht Fadenkreuz stehst von Dr. Lux. Du stehst in seinem interessiert mich nicht Fadenkreuz. Und du konntest das dann halt irgendwie so auch so, so was sind das für Wörter? So, das ist dein eigenes Geheimwort, so mäßig. Ja, den Vibe habe ich gerade auf jeden Fall auch, wo du mir von der Zeile erzählst. Der ist übrigens auch einfach ein sau netter Typ, ey. Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch bei der Mic-Check-Sache, die wir damals gemacht haben, kennengelernt. Finde ich auch super, super sympathischer Kerl. Es gab ja irgendwann auch nochmal so ein VBT-Revival, da war der im Finale, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob er gewonnen oder verloren hat, also viele, viele, viele Jahre später. Mhm. Sagen wir mal so 2019 vielleicht,
Kann es sein, dass es da nochmal sowas gab? Achso, 2018 gab es nochmal so ein großes VWT, ja. Genau. War da dann ist er jetzt, im Finale? Genau, da hat er als Angel Itano mitgemacht und hat gegen Pete ist auch gerade im Chat, verloren im Finale. Ja, okay, und da war ich, glaube ich, in der Hook. Achso, da warst du, ja, achso, okay, ja. Doch, ja. Stimmt, da warst du in der Hook. Aber viele Grüße auch an Pete. Und ich wurde damals auch für eine Hook angefragt, aber tatsächlich von beiden Seiten. Und dann habe ich gesagt, ey, das kann ich nicht machen, das kommt irgendwie. Ich wurde auch von beiden Seiten gefragt. Und du hast es trotzdem gemacht. Ja, die haben alle gefragt. Ja, ich hab das dann damals, ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich gesagt, komm, ich finde es selber spannend. Das war auch ein geiles, das ist wirklich vom, das habe ich mir auch mal im Stream angeschaut. Also es gibt ja von mir zu diversen VWT-Battles schon irgendwie Reactions. Ja. Und das ist tatsächlich von der, sag ich mal, Aufmachung her, von der Intensität, eins der besten VWT-Finals. Also es ist wirklich sehr, sehr stark. Da haben beide sich enorm Mühe gegeben, finde ich. Krass. Ja. Also, wollte halt alle Gewinner in der HR, ist doch klar. Das war das Konzept. Ja, genau. Da hat Pete in so einer Hinrunde, hat quasi, hat immer so für 8 Zeiler oder so eine VWT-Finalrunde genommen, die er dann nachgestellt hat. Also da ist auch mein VBT-Finale und dein VBT-Finale und so immer in 8 Zeilen sind alle so verkleidet und alles sieht genau so halt aus. Okay. Und ja, ist ein sehr cooles Ding. Geil, ich muss mir mal reinziehen. Also ich habe es damals auch geguckt, aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder irgendwie circa 5 Jahre her. Ja, es geht schnell, ja. Ich finde es immer noch so verrückt, wenn man das jetzt sieht. Weißt du, für mich ist das immer so, es liegt weit weg, ja, okay. Aber das ist einfach 12 Jahre her oder so. Also es ist ja. So, es ist so, also weißt du, das ist so weit weg, dass ich schon denke, 12 Jahre, da ist so, was ist denn da alles passiert in der Zwischenzeit? Deswegen hat das auch immer, finde ich, selbst wenn da auch unangenehme Sachen passieren, gewissermaßen für einen selbst, auch wenn es gut ist, mit manchen Aussagen und so kritisch zu sein, für viele Sachen habe ich da auch immer, zumindest bei mir, so eine Art Welpenschutz gefühlt, dass ich dachte, ja komm, war noch jung, war noch anders, das macht es nicht besser bei gewissen Dingen, aber du weißt, was ich meine. So, man sieht sich da selbst, weil es auch so Anfang 20, weil es so in seiner Spätjugend, weißt du. Und ich denke mir, ja, komm, ist doch cool, das als Erinnerung zu haben. Ja, ich würde jetzt eher tatsächlich auch gar nicht in so kritische Sachen gehen, sondern ich habe eher so auch das Feeling, wie krass, dass wir 12 Jahre später hier zusammen in einem Stream sind, oder? Ja. Also so, wenn man mal überlegt, was das einfach für eine Dimension auch ist, wie viele Freundschaften und Kontakte und irgendwie da so Stuff irgendwie draus entstanden ist. Nicht mit jedem, weißt du, aber so, manche Leute sind auch noch da und selbst wenn man manche seit 5 Jahren nicht gesehen hat, wird man die jetzt sehen und keine Ahnung, mal drücken und sagen, Alter, geil, dass es dich auch gibt. So. Wie ja. Mikesen, der irgendwie, den sehe ich immer 3 Jahre nicht, aber dann ist wieder irgendwie Tourstopp in München und dann, ey, dann schreibt der 2 Wochen vorher und sagt, was geht ab, so, ich würde gerne kommen, so. Dann freue ich mich voll, dass der kommt, irgendwie. Und, ja, ist auch geil. Crazy, also so, das hat schon, ich glaube nicht nur bei mir, ich glaube bei vielen, die da mitgemacht haben, auch irgendwie bei Dennis und so, hat schon echt auch einen krassen, ja, krass was mit der Biografie irgendwie gemacht, so, ne, also so, das war schon ein Gamechanger. Stulli hat geschrieben, in 15 Jahren sitzt ihr dann auf der nächsten Plattform und guckt euch diesen Stream an. Das wäre eine gute Nummer. Ja, ich hatte das tatsächlich auch als Ankündigung bei einem Post, wo ich jetzt auch angekündigt habe, dass wir diesen Stream machen, habe ich, glaube ich, auch reingeschrieben, dass mir das mal jemand vor ein paar Jahren hätte erzählen sollen, dass wir uns jetzt ein paar Jahre später die gemeinsame VBT-History anschauen. Jetzt deine in dem Fall. Ist schon echt verrückt. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, es war halt auch ein großes Ding. Es hat sich sehr groß entwickelt, das war halt so. Und für uns sind es ja auch eben, ja, irgendwie der Beginn von einem weiteren Karriereweg oder wie auch immer, war es ja auch der Beginn von vielem. So. Ja, voll und auch, also ich kann das auf jeden Fall gerade richtig feiern, das zu gucken und das genießt es auf jeden Fall voll. Ich glaube aber, das wäre auch lange nicht möglich gewesen danach. Da hätte ich das, glaube ich, mit dem Druck und dem Stress verbunden und so. Also ich war nervlich ein Wrack, als ich da diese 1,5 Jahre lang im Wochentakt Videos drehen durch hatte.
mit einem Plattenvertrag in der Hand und alle haben gesagt, jetzt musst du aber mal schnell ein Album machen. Ich dachte, du, ich brauche eine Reha. Ja, das war auch super anstrengend. Also das fand ich ja noch beachtlich bei den Leuten, die sich daraus emanzipiert haben. Ich war immer so jemand, ich habe ja oft beim VBT mitgemacht und ich bin ja auch meistens relativ weit gekommen. Aber das war dann immer so bei mir, VBT-Schalter an, ich liefer volle Kanne ab. Danach war erstmal so ein bisschen Pause, sich selbst finden, keine Ahnung. Ich fand es super schwer, diese Übergangszeit hinzubekommen. Und fand es halt krass, dass es halt so ein paar Leute gab, die es dann ja wirklich weitergetragen haben. Da gehörst du ja definitiv zu. Und das in Musik umgemünzt haben und dann auch noch weiter rausgekloppt haben. Ich fand das sehr schwer. Du hast so lange Battle-Rap gemacht, dass ich erstmal gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt musikalisch? Was mache ich denn eigentlich für normale Mucke? Was mache ich denn da jetzt? Das fand ich gar nicht einfach. Fand ich nicht einfach. Ja. Wobei ich finde, meine erste Platte dreht sich ja auch noch sau viel genau darum. Also ich habe ja so diese Entscheidung, was mache ich eigentlich für Mucke, gefühlt dann irgendwie noch zwei Alben rausgezögert und so irgendwie noch weiter so ein bisschen mich damit beschäftigt, was da passiert. Macht ja auch voll Sinn. Ist ja auch voll, eigentlich voll gut. Also. Ja, und ich glaube aber auch, da, also wenn ich das, ich finde, das erste Album ist für mich auch immer noch so, wow, geil irgendwie, dass es das gibt. Und da sind Sachen drauf, die sind sau nostalgisch und da sind auch Songs von mir drauf, die ich richtig geil finde. Mhm. Aber es sind auch Songs drauf, die ich richtig super schwach finde einfach. Also krass Höhen und Tiefen. Und bei späteren Alben fand ich, gab es das nicht mehr, dass es da Sachen gab, wo ich völlig gar nicht verstehe, was ich da gewollt habe. Oder nicht in so einer krassen Breite. Aber trotzdem habe ich zu der ersten Platte voll das positive Verhältnis und finde die voll geil und habe voll die Nostalgie, wenn das Intro angeht und dann ist es richtig fett so. Mhm. Aber also ich war auf jeden Fall nicht in zurechnungsfähigem Zustand, als ich die Platte recorded habe. Das war völlig, also war ich völlig durch. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, weil das war ja, also, es ist ja die ganze Zeit was passiert. Man war ja die ganze Zeit irgendwie am Machen und am Abliefern. Und gerade dann, jetzt danach noch irgendwie direkt noch Album und so weiter. Ja. Das, Moment, ich muss nur einmal, bevor wir ins nächste, ein Battle können wir noch machen, oder? Ja, ich hätte auch gesagt, lass uns eins noch machen. Ja, okay, perfekt. Ich muss nur einmal ganz kurz, der Alert kommt reingeflogen. Ach nee, ich hab's sogar schon geöffnet. Ich hab's eben parallel schon geklärt. Wir sind schon in der Runde drin. Ey, weißt du, es ist so witzig, wenn ich das so sehe. K.O.R. Aber ich glaube, bei mir hieß der K.O.B. Ich habe auch mal gegen jemanden gerappt und der. Also, hast du auch schon K.O.R.? Ich hatte halt, ich glaube, ich hatte. Und der war aber genau so auch geschrieben mit diesem O groß und so. Und bei mir hieß er aber K.O.B. Deswegen, ich dachte gerade erst, könnte der gleiche sein. Aber ja, das war 2008 bei mir. Das ist schon ein bisschen länger her. Okay, ich dachte, du hast ja noch früher einfach das gemacht. Ne? Ja, komm, ich habe 2008 habe ich ja nur quasi, da habe ich eine Runde gehabt gegen diesen K.O.B. und dann die nächste Runde habe ich aufgehört, weil ich im Urlaub war oder so. Also 2008 war ich nur so eine Runde dabei und dann bin ich halt ausgestiegen. Und 2009, da ging es dann bei mir los. Das habe ich dann ja gewonnen. Dann 2010, war gegen Jin im Finale, ne? Gegen Jin, genau, nee, das war nicht Finale. Ich habe gegen Jin im Viertelfinale verloren. Ah, okay. Und genau, und 2011 war so mein Pausejahr. 2011 habe ich ja nicht mitgemacht. Das war das einzige Jahr, wo ich nicht mitgemacht habe. Also das einzige, also ich meine dann in dieser Reihe halt. Das ist dann rausgetanzt und dann 2013 Splash war das letzte. Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall interessant. Also die Jahre vor 2011 habe ich tatsächlich nur so am Rande irgendwie auf dem Zettel. Das irgendwie ist nie so krass auf meinem Radar gewesen, was da so passiert ist. Machen wir dann danach. Ja, genau, würde ich auch sagen. Gehen wir mal rein in K.O.R. Ist jetzt also schon das vierte Runde? Ja, weil da weiß ich jetzt tatsächlich gerade auch nicht mehr so krass, was da so passiert ist. Hier ist Licht ausgegangen. Und schauen wir genau, mal. Ich bin gespannt. Schau mal. Bin auch gespannt. Hier wird Banger-Runde geschrieben. Gucken wir mal. So. Ich fange an wie diese ganzen komischen Gangster-Rapper, die immer irgendwelche komischen Ruinen für ihre Videos nehmen. Dann lass es doch. Ich glaub, der Affe will mir Angst machen. Ihr steht im Video mit Knarre rum. Geil, Alter, darf ich die mal anfassen? Die sieht ja Hammer aus. Ich will so eine Knarre. Sorry, ganz kurz. Nur, ich find's so lustig. Warum kriegst du denn aber auch die ganze Zeit so Gangster? Weil jeder Rapper zu der Zeit ein Gangster-Rapper war, oder? Also so, das war ja schon so,
Also mein Selbstverständnis so zu der Zeit 2009, 10, 11, 12, also ich bin der einzige blonde Junge in diesem Ding. Und das war auch das immer so außenseitermäßig, so was natürlich heutzutage völlig schwierig ist, das so zu sehen, weil privilegierter blonder Dude irgendwie war und bin. Aber also mein Gefühl war, die meisten Menschen, die zu der Zeit gerappt haben, waren halt so Gangsters, oder? Also ich glaube, es gab schon viele, so die ein bisschen harten Maxe gemacht haben. So. Gab's bestimmt. Ich weiß halt immer nicht, ob das jetzt bei dir wirklich so richtig, ob das so richtig diese Gangster war oder ob die einfach so ein bisschen halt auf hart gemacht haben. Ist aber nochmal ein Unterschied, wenn einer so auf, ob es so richtig straßemäßig ist, aber der macht jetzt Battle-Rap, oder ob es einfach einer ist, der sich so sehr, weißt du, bei mir früher zum Beispiel, ich habe ja auch sehr so verbittert gerappt. Ich war auch sehr so böse am Spitten, weißt du? Und das war jetzt nicht Gangster oder so, aber das war auch wahrscheinlich ein gefundenes Fressen für jemanden, der sich gerne über jemanden lustig macht. Ja, und ich glaube auch, das war natürlich eine Strategie von mir, die dahinzustellen, um dann also, irgendwie mich davon abzuheben. So, ne? Also das kann gut sein, dass der Dude sich nie selber als Gangster-Rapper bezeichnet hätte. So, wer weiß. Die Zeile mit der Knarre, darf ich die mal anfassen? Auf jeden Fall Killer-Punchlines, um reinzukommen. Ja, finde ich auch. Geil. Also hat mir direkt, Einstieg hat mir auch direkt gut gefallen. Deswegen, ich wollte nur stoppen, weil ich es lustig fand, dass du einfach schon wieder jemand hast, den du das überhaupt an den Kopf werfen kannst. Warum hast du schon wieder so einen harten? Aber ja, scheint mehrere gegeben zu haben. Das war eben so. Machen wir nochmal ab hier. Ja. Yeah. Steigst du genau ein jetzt. Ich glaub, der Affe will mir Angst machen. Ich steht im Video mit Knarre rum. Geil, Alter, darf ich die mal anfassen? Die sieht ja Hammer aus. Ich will so eine Knarre auch, ich raste aus. Da vorne kommt ja sogar echtes Wasser raus. Und so viel Geld wie du da hast, hab ich noch nie gesehen. Mama, darf ich an das Sparbuch gehen? Ich will ein Video drehen. Jetzt willst du betteln und am besten dann der Sieger sein. Vor ein paar Jahren wolltest du noch, dass man Sinanji befreit. Kleiner Scherz, aber geiler BMW in deinem Video. Geiler wär nur, wenn's auch deiner wär. Sinanji hat immer Props gegeben unter meinen Facebook-Posts zu, oder immer, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwie ein, zwei Mal so. Das war ja auch so, der kommt aus Essen, ich komme aus Gelsenkirchen, hier rappen für einen 16er, nee, wie hieß das? 5000 für einen 16er, 3000 für einen 16er. Genau, 1000 war das erste und 5000 war das zweite. Genau. Gangsters.com und so. Mhm. Und das fand ich voll nice irgendwie, ich wusste immer nicht, es gab ja auch so diese Connection irgendwie bei uns, der Paul, Mr. Knight in Gelsenkirchen, der mal mit Pillard irgendwie die Crew war, Pillard, der dann so mit Manuelsen und Sinanji und keine Ahnung irgendwie connected war und so ein bisschen wohlwollend war so diese ganze, also nicht, dass ich was mit denen zu tun gehabt hätte, aber das war schon so irgendwie, hatte ich das Gefühl so, da der Pott, der hält schon irgendwie so ein bisschen zusammen. Und Sinanji hat auf jeden Fall auch mal ein Video von mir gepostet und ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar das ist. Das hat mich irgendwie gefreut, weil das ja so gar nicht meine Bubble irgendwie also war. Also dass Leute auch oder aus anderen... Oder irgendwas kommentiert oder so. Also gar nichts, so was Leute mitbekommen hätten, aber so irgendwie ist irgendwas hat der mal so... Bei mir kam dann an, so wow, okay, der hat was Cooles darüber gesagt. Der fand es funny oder so. Mhm. Ist ja cool, wenn auch aus anderen Bubbles dann irgendwie... so dass einfach supported oder gesehen wird. Auf jeden Fall damals, ja, wie du schon sagst, irgendwie die, man hält so ein bisschen zusammen, ist doch cool. Voll. Ja. Ich mag's bis jetzt. Der Beat ist nicht von Pete, glaube ich. Ja, der Beat hat vor allen Dingen auch so ein bisschen so ein Street-Vibe. Ja, so einen ernsteren Touch, ja, genau. Den hat er gepickt, glaube ich. Warum so aggressiv? Was hat der kleine Gangster nur mit seiner Pizzalieferanten-Gedenkfrisur? Ha? Wer ist Gangster wie Sau, aber rappt wie eine Frau? Sagt schon wer, K.O.R. Jetzt ohne... Ja, rappt wie eine Frau. Ich glaube, ich halte jetzt gar nicht mehr bei allen kritischen Sachen. Immer nein, nein. An. Und ich habe so das Gefühl, ich müsste dann kurz sagen, dass es nicht cool ist, zu sagen, so rappt wie eine Frau. Vielleicht ist das so krass Konsens und klar, dass man das gar nicht jedes Mal dazu sagen muss. Ich glaube... Wir machen ein geheimes Zeichen, ich mach so und dann passt das. Dieser Hut ist auch schwierig übrigens. Ist jetzt oberflächlicher, aber das ist auch keine gute Entscheidung gewesen. Also ich glaube auf jeden Fall, ja, du brauchst nicht wegen jeder Stelle, die so. Das ist im Prinzip, das habe ich auch immer, wenn ich jetzt so VBT-Sessions, ist jetzt auch ein bisschen länger her, dass ich welche irgendwie gemacht habe, aber kommt dann auch wieder. Und jetzt haben wir es ja eh. Aber das ist eigentlich allen
schon auch klar, dass es manche Sachen gibt, die halt der Zeit geschuldet sind und deswegen muss man ja nicht jedes Mal. Ich denke auch, es gibt da Dinge, die sind schon einleuchtend. Und wenn es dir eben doch ganz besonders wichtig ist, es zu betonen, dann machst du es eben. Aber das ist, das gehört einfach dazu, ist eben so. Ja, ja. Ja. Cool, ich drück mal Play. Mhm. Hat nicht geklappt. Achso, warte mal. Scheiß, sag mir, wer soll das sein, dieser K.O.R.K.O. Wer sitzt weinend zu Haus, weil er weiß, er ist raus, hä? Sagt schon, wer K.O.R. Jetzt ohne Scheiß, sag mir, wer soll das sein, dieser K.O.R.K.O. Wer? Es ist 369, aka K.O.R. Geiler Name, kurz und griffig, was will man da noch machen? Ja! Das ist gut. Ja, es klingt so, wie wenn ich einen Wutausbruch hab. Während ich meine Tastatur sauber mache, ich werd's bestimmt noch verstehen. Ist das der Aktivierungscode von deiner Windows-CD oder warte? Ich hab gewusst, ich kapier's. 369, deine Mutter hat euch durch noch. Das zum Beispiel finde ich ist ein geiles Gegenbeispiel für dieses Ding von dem Rarit-Ding, weil da finde ich wirklich jede Line krass Killer. Diese Idee, wie kann man so eine beknackte Abfolge von Buchstaben, hä, was ist das? Und da ist jede Idee geil, kreativ, wo kommt es her? Tastatur sauber macht, auch noch irgendwie geil gereimt. Die Strophe finde ich richtig killer. Ja, und also ich fand die Windows-Line super, weil ich gerade so dachte, es sieht halt wirklich so, genau so sieht halt echt so ein Freischaltcode aus. Ja, super. Ja, aber ich fand jedes Ding, auch deine Mutter hat euch durchnummeriert. So. Also die Strophe hatte ich aber auch gar nicht mehr auf dem Zettel. Also wirklich gar nicht so. Und da hat mich so jetzt jede Line irgendwie so zum Lachen gemacht. Ja, geil. Also sehr gut. Gefällt mir aber auch sehr gut. Nummeriert wie Sau, aber rap wie eine Frau. Sagt schon wer, K.O.R. Jetzt ohne Scheiß, sag mir, wer soll das sein, dieser K.O.R. K.O.R. Weinen zu Haus, weil er weiß, er ist raus, hä? Sagt schon wer, K.O.R. Jetzt ohne Scheiß, sag mir, wer soll das sein, dieser K.O.R. K.O.R. Auf jeden Fall auch alles Qualitätsmenschen, die da durchs Video hüpfen. Alles irgendwie gute Freunde von mir, wo ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass die da irgendwie im VBT-Video rumhüpfen. Geil. Shoutout an alle. Geil. Hab ich auch von alle noch irgendwie gute Typen. Wie findest du die Hook? Hab ich gerade überlegt. Ja, also ich finde es auf jeden Fall eingängig. Ich finde es eine eingängige Hook. Ich habe die damals, weiß ich noch, dass ich die Runde Gin geschickt habe. Das ist so eine der wenigen Sachen, die irgendwie so hängen geblieben. Und der hat gesagt, richtig geil, aber die Hook ist voll scheiße. Und dann war ich so, oh Mann, jetzt fliege ich, glaube ich, raus. Die Hook ist voll scheiße. Und war voll geknickt. Jetzt bin ich ja gespannt. Und können wir aber, bevor es die Bewertung hier von den Leuten gibt, wie fandet ihr die Hook? Gut, mittelgut. Guck mal hier. Lines sind geil, Hook nicht so. Hook null meins. Oh Gott, jetzt die Leute machen jetzt den Gin, pass mal auf. Ja. Sehr gut, Hook. Top, gut. Okay, komm, jetzt ist. Ich finde, ich habe mit eingängig habe ich's. Also, ich finde, es ist nicht die, wie soll ich das sagen? Es ist nicht die Umreißer-Hook, die jetzt irgendwie battle-entscheidend ist. So finde ich das nicht. Aber was soll ein Hook letztendlich machen? Sie soll im Idealfall im Ohr bleiben. Und ich glaube, das tut sie. Also im VBT ist es ja so oft auch, im allergeilsten Fall ist die Hook gleichermaßen irgendwie vielleicht ein Stempel und ohrwurmwürdig oder erinnerungswürdig. Und hier ist es halt, finde ich, sind sogar im zweiten Part diese einzelnen Lines noch herausstechender und noch bedeutsamer für die Runde gewesen. Was, auf jeden Fall was das Battle betrifft. Genau. Die Strophen sind geiler. Aber ich finde die Hook hat keine Punchline so irgendwie. Also da gibt es nicht so das, was jetzt hängen bleibt, wo du sagen würdest, haha, da hat er das und das gesagt. So. Genau. Aber ich finde, die klingt jetzt erstmal irgendwie ganz okay. Ja, so. Also finde ich auch. Also eingängig finde ich sie. Und Energy. Der zweite Part ist 11 von 10. Ja, tatsächlich finde ich, der zweite Part ist auch das geilste, was wir bis jetzt gehört haben. Also ich mache das Fenster nochmal zu und gehe mal zurück in dieses Guck-Ding, wenn wir jetzt Zahlen schreiben, damit ich nicht lese, was Leute schreiben. Ach so, ja. Genau, vielleicht könnt ihr einmal sagen, 1 bis 10, wie ihr die Runde insgesamt fandet. Also von der Hook her ist es hier auf jeden Fall, ich würde sagen, gemischt. Ein paar sagen es nicht so, aber ein paar sagen auch, es riecht gut. So, jetzt kommen die Bewertungen für die Runde.
Eigentlich unfair, warum? Ich guck's mir, ich darf's gucken, ne? Aber komm, es geht ja auch um dich. Ich mache das ja auch nur so zur ich kommentiere nur. Disziplinierung, dass ich das jetzt einfach mich nicht beeinflussen lasse. Vielleicht bist du auch einfach nicht so persönlich involviert. Ich würde aber eine 8 geben. Ich finde auch schon, das hat auf jeden Fall, das ist nicht über die komplette Länge komplett Abriss so. Aber ich fand die erste Strophe ganz cool so. Und zweite Strophe war, wie gesagt, das Beste, was bis jetzt so passiert ist in den Runden. Also das war, glaube ich, nur 8 Bars oder so. Aber der Part mit den Namen ist killer. Und ich finde aber tatsächlich auch, dass, glaube ich, wenn ich so eine VBT-Runde gucke, ich brauche gar nicht von 3 Minuten irgendwie 3 Minuten Highlights. Ich glaube, für mich muss da ein so ein Ding kommen, was den anderen so komplett demoliert. Safe. So eine Genickbrecherlein. Oder, ja, genau. Oder so. Mehrere. Oder, aber die sind's. Ja, im Zweifelsfall halt irgendwie so 2 Bars, wo danach alle rumrennen und sagen, Alter, deine Mutter hat dich durchnummeriert. Und das hat es für mich auf jeden Fall völlig. Erste Strophe habe ich jetzt ist gar nicht mehr so krass jetzt bei mir präsent gerade. Habe ich gerade auch nicht mehr so, aber weil die zweite vielleicht auch so herausstechend war. Aber ich fand die erste beim Gucken vom Gefühl auch cool. So. Und es hat sich dann noch gesteigert. Ja. Ja, also ich finde auch, es war auf jeden Fall. Ich sag 8. Ich würde mit einer 8, glaube ich, mitgehen. Also, ich kann jetzt gar keine andere großartige Argumentation finden. Jetzt gucke ich in den Chatroom, aber da stehen nur noch die letzten Zahlen. Ich lese es dir mal vor. Ich glaube, der Chat hat es im Durchschnitt sehr ähnlich gesehen. Also, hier sind so 7, 7,5, 7, dann aber auch 9, dann kommt 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6 bis 7, 9, 8, 8, 10, 9, 6, 7 bis 8. Im Durchschnitt ist es tatsächlich im Chat auch eine 8. Great. Great, great. Also es ist auf jeden Fall, vor allem auch, weil es irgendwie 2 Parts sind, so mit der Hook und auch mit so 2, 3 Genickbrecher-Lines, einfach eine sehr starke Runde. Manchmal ist es ja auch interessant bei so einem Battle, manchmal reicht wirklich eine Line. Das kann passieren. Ich hatte zum Beispiel gegen Steezy war das, glaube ich, da gab es eine Line, die mir in der einen Runde, also unabhängig davon, ob es auch so gekommen wäre, aber es gab eine, die hat sowieso schon entschieden in einer Runde. Der Fehler war schon, dass ich ihn gelobt habe. Ich habe so Lines, wo ich ihn habe verarschen wollen auf irgendeine Art und Weise, aber ich habe ihn gelobt und er hat das halt gekontert, indem die das gescratcht haben. Als die gescratcht haben, wie ich der Geilste über ihn sage, war so, ja, das war Knockout. Das hat der DJ entschieden in dem Moment schon. Und das kann halt passieren bei so einem Battle, wenn man nicht aufpasst oder manchmal eben so eine Line, deswegen sage ich auch, meiner Meinung nach, es muss nicht immer nur die Hook sein oder so. Manchmal reicht ein Ding, wodurch du dem anderen so einen Stempel gibst, dass das so sehr irgendwie im Kopf bleibt, dass ja, das vorbei ist. Ja, voll. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, die sehr schwer kalkulierbar ist, welche Zeile wirklich so am Ende funktioniert. Ich habe gerade im Chat irgendwo gelesen, dieses Melanie bei Meltech Rap, was das habe ich ja auch überhaupt nicht irgendwie kommen sehen, dass das ist, was dann am Ende den krass killt. So. Auch schwierig heute wäre, aber so diese Zeilen, welche am Ende zitiert wurde, das war bei den VBT-Runden immer für mich so, dass ich das nie hab kommen sehen, dass ich mir dachte, die Zeile findet ihr am geilsten? Hör doch mal die, so, weil, also weißt du, dass das so zum Teil völlig irgendwie, ja, unvorhersehbar war, aber ja, das ist eigentlich ganz funny, aber ist ja noch besser, also spricht dann ja für dich in dem Moment, wenn du dachtest, die ist es, aber es ist eine andere, dann, na gut, geht schlechter, also. Ja, also schlechter wäre, wenn halt keiner irgendwas geil findet. Ja, ne? Genau. Aber ja, aber so ist es ja auch, wenn du Musik außerhalb irgendwie von Battles machst, ne, dass du irgendwie denkst, du hast jetzt verstanden, was da deine Single ist oder was der geilste Song ist und dann zeigst du die Platte irgendwem und der hört da was ganz anderes. Klar. Ja. Boah, ich hätte eigentlich noch Bock, aber ich glaube tatsächlich, wir müssen uns den Rest für die nächste Runde aufsparen. Ich gucke gerade, ja, also wenn du es sagst, dann ist es natürlich so. Ja, weil guck mal, ja, eigentlich ist es. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ein guter Moment, um aufzuhören. Also bei Mikesen gibt es, glaube ich, noch keine Hin- und Rückrunde.
sondern erst ab dem 16. Aber ich glaube, bei Mikeson könnte man anfangen, beide Runden zu gucken, weil die Mikeson-Runde war mega killer auch. Das habe ich damals gesehen, da war ich zu der Zeit gerade in Flensburg. War ich in Flensburg und habe, glaube ich, da so die Jungs aus Flensburg, die dann da auch im VBT irgendwie sehr bekannt waren, kennengelernt. Scotty und so, genau. Ja. Und da dann wirklich das erste Mal auch irgendwie die Leute so getroffen, oder vielleicht das zweite Mal, ich weiß nicht, aber da war es dann so, dass wir das geguckt haben. Ich weiß noch, wie ich da saß und dann war wirklich, wir haben diese beiden Runden gesehen von euch und es war so, boah, das ist ein echt hartes Ding, das ist echt ein schwieriges Ding, weil das ein saugutes Battle für das, was ist das, 32. war. Da bin ich auch gespannt, also so rückblickend von meiner Wahrnehmung war das schon so, die ersten beiden Runden war noch alles egal. Dann kamen diese beiden Runden, wo ich ja auch zu null gewonnen habe, wo schon mehr Jurymitglieder waren und so, wo man das auch klar sieht. Da gab es plötzlich so ein, ja okay, der hat die rasiert mäßig. Und bei diesem Mikeson-Battle gab es dann das erste Mal im VBT so eine Art Gegenwind. So, du bist zu Unrecht weiter oder so halt, dass das halt schon irgendwie eng war einfach. Und das fände ich voll spannend, jetzt auch mal zu sehen, wie ich heute finde, was er gemacht hat oder wie ich das bewerten würde. Das kann ich gar nicht sagen. Also so, das müssen wir beim nächsten Mal, finde ich, dann machen, dass wir einfach anfangen, beide Runden zu gucken. Dann kommen wir wahrscheinlich wesentlich langsamer voran. Aber, aber es ist dann auch, Sache. Ja, und es ist auch in den Battles, wie gesagt, gerade bei dem, wo es dann auch losgeht, dass eben da Gegner sind, die auch irgendwie gut abgeliefert haben, ist es ja auch dann noch geiler irgendwie so zu sehen, was ist da passiert, was war vielleicht entscheidend und wie sieht man das heute, aus welcher Perspektive. Von daher halte ich es dann auch für sinnvoll. Dass wir es jetzt beim Vorrunden noch nicht gehabt haben, hat auch gepasst. Das war schon, finde ich, jetzt in Ordnung so. Ja, 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 ja. Geil. Also, ich bin im Thema. Ja, du bist im Thema. Also, das ist doch echt cool. Wir haben jetzt genau die Vorrunden durchgerockt und sind jetzt quasi, kommen dann nächstes Mal genau im spannenderen Teil, was die Battles angeht. Nur noch Legenden, jetzt, tatsächlich. Jetzt geht's nur noch ab. Krass. Und dann guck mal, das ist schon auch krass. Also so, ich habe dieses VBT-Wiki offen. Ich find's immer noch völlig krass. Ich bin da gerade mal durch nebenbei. Da sind einfach alle meine aktuellen Alben und so auch drin. Es gibt irgendwen, der das komplett führt. Also voll krass. Ich kann das hier einmal öffnen. Warte mal. Also ich muss das mal irgendwie mal abchecken, was das ist ja. Also wenn das für jeden Rapper so krass geführt ist, da sind auch so aktuellere Fotos. Ja, das gibt's bei mir, weiß ich, gibt's das auf jeden Fall auch. Also die. Ja. Ich finde das auch so geil. Da sind ja, da ist so eine Art Bewertung deiner Skills auch immer so dabei. Durch was du dich auszeichnest und so, welche Art von Angriffen du verwendet hast und so. Ja, witzig. Ich muss mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass dann ja die Battles, die jetzt kommen, also ich habe das gar nicht, lange nicht mehr so aufgelistet gesehen, aber Mikeson, Meltech Rap, Pat Riot, Dr. Lux, 3plus, Tamouflage und dann im Splash VBT Kiko, Spliftastic, da so Battle Boy Basti. Der einfach komplett durch die Bank, einfach Leute, die dann weiterhin in der Welt relevant waren ab da. Da war nicht mehr irgendwie einer dazwischen, sondern so schon auch krass. Guck mal, das liest sich wirklich brutal. Ich mach mal hier größer. Krasses Line-Up ab jetzt, was wir uns da so angucken. Hey, es ist ja wirklich ab hier jetzt nur noch. Ja, das ist schon crazy. Ich habe ja damals so ein bisschen auch witzig, so... Witzig, dass du auch gegen Pat Riot, ich habe auch gegen Pat Riot mal gebattelt. Das war aber tatsächlich ein sehr freundschaftliches Battle und der hat so im Prinzip in dem Battle nicht aufgegeben, der hat schon gerappt und auch geil gerappt und so, aber der hat so, wir waren so voll Homie-mäßig schon nach dem Mikeson-Battle irgendwie und der hat auch so irgendwie gerappt, yo, so ein bisschen wie du das gerade erzählt hast mit Steezy. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig in Erinnerung habe, vielleicht ist es auch gar nicht so gewesen, aber es hat sich angefühlt wie so, ich bin nicht gemein zu dir, ich mag dich und du kommst eh weiter, alles gut, ey, das wird cool und wenn du dann gewonnen hast, dann trinken wir zusammen, so ein bisschen so der Vibe. Ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, wenn man es guckt. Ich bin gespannt, aber so hat es sich damals angefühlt. Mhm. Vielleicht hat er mir das mehr daneben. Ja, mal gucken. Wir gucken. Ich bin gespannt. Guck mal, machen wir. Echt geil. Ja. Also sehr, sehr cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Tatsächlich freue ich mich nicht auf das 3-Plus-Battle. Also wir machen es natürlich trotzdem. Aber das war Strazy. Und
Ich glaube, es ist lustig, mit dir unser Battle zu gucken. Ja, ich glaube, das wird auch lustig. Oh, da gibt's auch, da weiß ich genau, da gibt's eine Passage, wo es mich komplett wegcringen wird, wo ich mich kurz ducken muss hier, dass ich so dass kurz einfach nicht zu sehen bin. Und das ist dann so die, wo du eben so das Handzeichen hattest. So, wo aber einfach, jetzt bei deiner oder bei meiner Runde? Bei meiner Runde. Das okay. weiß ich jetzt noch. Ja, aber bin ich gespannt, das wird lustig, ja, das wird lustig. Ich würde sagen, wir vertagen uns. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und, es hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ey, es war mega. Achso, ja, Abend. Wir haben ja sogar ein Datum. Sagen, ich glaube, es ist der 2.8. Es ist der 2.8. Am 2.8. Genau. Am 2.8. Treffen wir uns wieder um 20.15 Uhr. Ja, machen wir wieder 20.15, ja? Das ist eigentlich cool. 20.15 ist cool. Sind so gute Zeit. Genau, und. Ich meine, wenn wir noch eine andere Idee haben, bis dahin liest man das auf jeden Fall. Wir posten wieder irgendwie Flyer und Stuff und so. Ja, klar. Und dann, genau. Aber, genau, machen wir. Und ich freue mich. Und gute Nacht an alle. Ey, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wirklich, es war sehr, sehr cool, da schon mal mit reinzutauchen. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Session. Das geht ja jetzt echt zur Sache. Es wird ja richtig kernig jetzt.